Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, beziehungsweise in diesem Fall Freunde der simulierten Forstwirtschaft. Ich bin Christian, ich stelle euch heute von unserem YouTube-Kanal Modbox das Ponsa Harvester Pack vor. Dieses Pack wird zur Verfügung gestellt von HR Forst und Fahrzeugbau und der und die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieser Mod für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch unsere Freunde der Konsole, auch ihr könnt euch so einen Mod herunterladen und nutzen. Ihr seht vier Ponsa Harvester in verschiedensten Konfigurationen und Farbmöglichkeiten und das Pack beinhaltet auch vier Stück. Wir schauen uns das Ganze mal in der Konfiguration an. Ne? Hier Harvester Pack und ihr seht, vier Stück gibt es. Einmal den Cobra, Ergo 6 Rad, Ergo 8 Rad, Ergo 8 Rad Aktiv Frame. Ihr seht, die Preise variieren auch von 455.000, 420.000 und 485.000. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in die erste Konfiguration rein, weil in der Regel sind die Konfiguration alle gleich. Machen wir uns ein, zwei, schauen wir uns mal an und alle mal kurz und schnell durchlaufen, nur den ersten etwas genauer. Es gibt verschiedenste Reifenhersteller. Und ihr seht, bei Lotz Force ist es halt dann, geht es halt in diese wirkliche Force-Bereifung rein. Ne? Hier habt ihr eine, ne, hier könnt ihr schon Breitreifen aussuchen. Nur hier wird es wirklich interessant, weil hier gibt es zig verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten. Ich lasse aber ein bisschen durchlaufen in der Schnelle, damit man sieht, was da alles ja, uns zur Verfügung steht. Es ist schon echt ordentlich, muss ich sagen. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Das passt auf jeden Fall. Aber weil ist es, man merkt wirklich, dass da wirklich mit Liebe aber der Forsttechnik gearbeitet wurde. Jetzt gibt es eine Scheibentür in der Fahrerkabine, entweder einmal in Gelb, in Schwarz oder in Gelb oder keine. Dann Haubenschutz, ja, ne, es ist dann hier vorne, Motorhaube. Genau, gibt es zwei Designs, einmal mit und einmal ohne diese Bänder, die sieht man so ganz dezent. Ne? Schutz unten ist dann hier mit gemeint. Ne? Ja, nein. Seht ihr? Auspuffschutz, ja, nein, ist hier vorne, dieser Überrollbügel, der da kommt. Hydraulikschutz, der ist hier oben drauf. Moment, da, ihr seht es, ne? Hydraulikschutz. Transportbeleuchtung entsteht hier. Und dann gibt es noch den Scheibenschutz, ne, hier vorne. Und dann könnt ihr euch natürlich in den Farben austoben, worauf ihr Bock habt. Ne? Das ist natürlich ganz cool. Da hat er wirklich eine Menge Möglichkeiten. Euren Ponsen nach eurem Geschmack quasi herzurichten. Ne, bunt, so bunt wie ihr wollt, was auch immer. Rundumleuchten und Nummernschild gibt es nicht. Aber ihr seht, es gibt trotzdem sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und somit habt ihr dann mal eben für 477.000 in den verschiedenen einer kundenbunten Farbe einen neuen Ponsen Cobra. So, ihr seht, hier ist alles das gleiche. Da tut sich nichts. Da ist nichts, dass ich euch jetzt etwas anderes und besseres erzählen könnte. Ne, ihr seht, das ist alles gleich, genauso wie hier. Da unterscheidet sich erstmal nichts. Ihr seht auch PS-mäßig, tut sich da gar nichts. Nur hier habt ihr quasi 8er Bereifung, hier eine 6er, 8er, 8er. Nennt ihr der Ergo 6, Cobra. Das sind so die einzigen Unterschiede, die ihr habt. Ne, sonst ist der Rest alles identisch. Und ich muss ja nicht jedes Fahrzeug nochmal neu durchkonfigurieren, weil ihr seht, es ist einfach alles das gleiche. Ja, in-game muss ich sagen, stehen die sehr, sehr gut da. Ne, also texturtechnisch klar, ne, mit dem Ponsezeichen, der ist blau-rot gemacht worden. Hier habe ich ein Deutschgrün genommen. Hier ein Rot und ein Weiß. Und ihr seht, das Führer ist recht spartanisch. Ne, Kameraperspektiven gibt es eine eigene, aber wir können ja mal hier rüberfahren. So. Kran aufklappen. Das macht er alles automatisch, das müsst ihr nicht selber machen. Jetzt werden die Ketten noch gelöst. Das ist der. Genau, jetzt könnt ihr natürlich auch normalen Kran starten. Ne, er ist vorbei, Achtung. Das ist noch immer noch Kran öffnen. Das ist, ab jetzt übernehme ich erst. Ne, das kennt ihr ja. Die Kransteuerung. Die Schnittlängen gehen hier über mehr als 8 Meter. Guckt euch an. Ordentlich. Also ihr seht, über 20 Meter könnt ihr quasi Baumstämme schneiden mit diesem mit dieser Ausführung hier. Das ist 21, 22, 24. Also bis zu 25 Meter könnt ihr dann quasi Baumstämme schneiden. Ne? Hier noch die Beleuchtung, auch extra hier die Zurückbeleuchtung am Arm. Ne? Ist sehr, sehr gut. So, Fahrtrichtung wechseln könnt ihr auch. Das heißt, der Fahrer dreht sich jetzt natürlich Richtung
Richtung Kran, alles andere wäre auch Quatsch. Sonstige Maussteuerung gibt es natürlich nicht, weil dadurch der Kran hier gesteuert wird zum Schneiden der Bohnen. Ja, das passt soweit. Wie gesagt, Texturtechnik haben wir ja schon gesagt, sehr, sehr gut. Sie wird von innen rechts. Ach, hier, okay, wenn man sich umdreht, quasi, wenn man fair, also man quasi den Kran bedient, hat man halt auch dann das Display hier vorne. Ne, ihr seht, ist alles animiert. Es wackelt und ruckelt auch hier drin, wie es halt auch gehört bei so einem Fahrzeug. Hupert da auch. Ne, das passt auf jeden Fall. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Mit außen haben wir schon gesagt, macht einen guten Eindruck, gibt es nicht zu meckern. Und dementsprechend, das ist bei allen halt wieder gleich. Ne? Ich meine, hier ist jetzt mit der getöteten Scheibe. Mal kurz gucken, wo haben wir das gehabt? Ausklappen. Genau, wenn ich unten habe das Display auch, dann könnt ihr damit loslegen. Hier hat er diesen Forstkäfig mit drin, mit dem Gitter. Ja, auch hier alles animiert. Also die sind nahezu identisch, nur wahrscheinlich Schnittlängen und so, dann gibt es Unterschiede. Also wer Bock drauf hat, lädt sich gerne runter, macht einen super Eindruck. Da sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Würde mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr den Kanal abonniert, würde ich mich noch mehr freuen. Wenn ihr noch einen netten Kommentar lassen wollt, immer gerne, ne? Haut es ruhig raus, würde mich darüber freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.